Guten Morgen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin am Wochenende zu Hause und bin bei Domi und das finde ich richtig, richtig schön. Wir werden die Tage so hart genießen. Und das Wetter spielt richtig gut mit. Das heißt, wir werden frühstücken gehen und werden dann, ja, wandern ist das falsche Wort. Wir werden eine schöne Seerunde drehen und dann einfach vielleicht noch ein bisschen, ich weiß gar nicht, Kaffee trinken, shoppen, je nachdem machen wir ganz spontan, was wir danach machen. Aber jetzt richten wir uns, weil ich bin auch noch super, nicht stylisch zum Rausgehen und dann gehen wir los. Es wird nämlich Zeit, wir haben es beim Ausschlafen nämlich echt ein bisschen eskalieren lassen. Es ist nämlich irgendwie 12:15 mittags. Gibt es da um diese Uhrzeit überhaupt noch Frühstück? Vielleicht haben die auch ein Kaffeeangebot, nehme ich auch. Ich glaube nicht, dass wir es um die Uhrzeit noch bekommen werden. Wir probieren es. Aber die haben mittags auch Angebot, aber ich glaube, das ist erst später. Aber willst du einen Burger zum Frühstück? Nein, das ist so eine süße Stückle so mit Kaffee. So. Ich bin zwar Beifahrer heute, weil ich ja morgen dann wieder abends wieder zurück in die Hochschule fahren muss, aber wir fahren jetzt nur noch mit dem einen Auto. Wir haben jetzt auch nur das eine Auto, das andere haben wir jetzt komplett weggegeben. Da könnt ihr euch noch erinnern. das ist echt ein bisschen traurig. Das Auto hat uns jetzt echt lang begleitet. Boah, das blendet voll. Wir fahren ich los. Ich habe dich mit dem alten Auto auf unser erstes Date abgeholt damit. Ja, das, das war immer noch das Gleiche. Das war immer noch das Gleiche. Alter Verwalter. Und wenn ich an dich denke, dann denke ich automatisch an einen schwarzen Golf. Immer. Ich kann mir das nicht vorstellen, anders. Das war das zweite Auto, was ich jemals besessen habe. Ja, das ist echt traurig. Aber wir fahren jetzt los und gucken mal, ob wir noch irgendwas Frühstücksartiges bekommen. Ich musste nur gefüllt den Sitz 3 Meter nach hinten tun, weil du quasi in der Frontscheibe drin gesessen bist. Meine Füße sind so groß, Entschuldigung. Also offiziell gibt es eigentlich kein Frühstück mehr, aber weil wir ein süßes Frühstück wollen, haben die einfach trotzdem noch eins für uns gemacht. So lieb, oh mein Gott. Der Milchkaffee. Und eben dieses Frühstück ist das Butter, zwei Brötchen, eigentlich noch zwei verschiedene Marmeladen, aber da gab es nur noch eine, aber das macht gar nichts, das ist überhaupt nicht schlimm. Ich freue mich gerade einfach nur, dass es noch gab. Wir sind fast da, Leute. Oh, das sieht jetzt schon so schön aus. Ich kann es euch da sagen, aber da ist mein Fenster leider ein bisschen dreckig. Ultra schön. Eine der Seen, die sogar manchmal zufriert. Ein paar Leute probieren sogar aus, drauf rumzulaufen, das wäre mir zu creepy, aber okay. Wie würdet ihr das machen? Also ich safe nicht. Das ist saugruselig. Schau mal da hinten, der auffällige Berg. Der da hier. Da könnt ihr links die Bad Kissinger Hütte, wo wir bei der großen Wintertour vor einiger Zeit waren. Warte, ich zoome mal hin. Ja, da kann man das Dach sogar noch sehen. Heute sind wir auf der anderen Seite unterwegs. Tschiu! Jetzt. So. Voll schön hier. Wenn man so ein Viertel rum ist, sieht man auch so ein bisschen zurück zu dem Ort, der tatsächlich am Hopfensee einfach nur heißt. Hopfen am See. Aber insgesamt ist ungefähr so 3/4 von der Umrundung hier sowieso wirklich direkt am See bzw. im Wald, Natur, ohne den Ort direkt zu haben. Wobei der ja an der Uferpromenade auch echt schön ist. Wenn man ein kleines bisschen hinzoomt, kann man sogar Neuschwanstein sehen. Wie sehr können wir hinzoomen? Niet. Okay, weiter geht nicht. Die Umrundung ist übrigens echt in einem voll angenehmen Ausmaß. Also alles in allem sind es ungefähr 8 Kilometer. So, jetzt höre ich aber auf, alles tausendfach zu fotografieren und jetzt laufen wir endlich mal. Man hat von hier auch einen ganz, ganz tollen Blick auf den Säuling. Das ist auch was, was auf meiner Bucketlist mal noch draufsteht. Aber Leute, 1300 Höhenmeter. Da muss ich mich erstmal wieder ein bisschen einlaufen im Sommer. Jetzt haben wir die Hälfte der Runde schon geschafft. Schau mal. Jetzt kann man so richtig schön rüberschauen nach Hopfen am See. Der sieht auch aus, als wäre es dem ordentlich kalt, muss ich sagen. Genießt total, solange gerade der Schnee noch liegt, weil ich weiß ja nicht, wie lange er noch liegt. Aber ja, so haben wir auf jeden Fall ausreichend genug gemacht im Winter, damit ich mich quasi auch wieder auf den Frühling dann freuen kann. Schatzele? Wegen heute Abend. Ja. Ich bin sehr faul und wir haben heute noch nichts zu essen, was hauptsächlich ist. Und es gibt so einen hammermäßigen Inder in der Nähe. Stimmt, der Inder. Erinnerst dich? Aber ich würde, das ist halt schon teuer, ich würde halt das Lamm essen, gell? Weil das war schon sehr lecker, das Mal, was du gegessen hast. Das war hammermäßig, aber das ist auch wert. Das ist richtig, das ist wirklich wert dort, ja. Und dafür tun wir uns dann disziplinieren daheim. Morgen kochen wir. Morgen kochen wir und morgen gehen wir eigentlich nicht irgendwo hin oder so. Maximal Kaffee trinken. Haben wir nicht morgen auch indisch geplant? Ja, aber selber gekochtes Indisch. Ich mag Indisch. Ich könnte alle 2 Tage Indisch essen, sage ich euch. Weiß ich auch. Lass uns das machen. Ich mag es dort wirklich gern. Ich war nur 2-3 Mal dort.
Aber weil der beste voll super. Kumpel dich darauf hingewiesen hat, dass es das da gibt und du das selber nicht wusstest, obwohl du nebendran wohnst. Und er wohnt mehrere hundert Kilometer weit weg. Das ist echt ein bisschen peinlich. Alter. Aber lass uns da hingehen, das freut mich. Das finde ich gut. Gruß an Christian. Wegen dir wissen wir, dass es Geht den raus. Gibt. Mach Käse auf deine Pizza. Insider, aber sehr gut. Insider. Es wird dich verfolgen. Ja, definitiv. Jo. Vorher müssen wir aber noch schnell tanken, weil morgen muss ich ja wieder zurück nach Hofmann und dafür brauche ich halt einfach etwas mehr wie den halben Tank. Das heißt, ich muss wirklich jedes Mal tanken, weil es gerade so nicht reicht. Ja, und es liegt einfach jetzt auf dem Weg nachher, dann gehen wir noch schnell was einkaufen für wann gehen wir einkaufen? Für heute Abend. Für heute Abend wir brauchen oder noch ein bisschen was morgen. Wir brauchen noch ein Getränk für heute Abend, beziehungsweise für morgen bisschen was. Für morgen Sonntag können wir nicht einkaufen. Und du kannst übrigens losfahren, kein Problem. Genau, und. Dann müsste es eigentlich zeitlich auch hinhauen mit den Öffnungszeiten. Also wenn Google nicht lügt, dann haben wir um 5:30 müssten wir dann zum Inder rein können. Wir haben jetzt 4:30. Also müsste passen. Am Anfang gibt es hier in dem Restaurant immer so einen Gruß aus der Küche. Das ist immer unterschiedlich. Dieses Mal war es ein Kichererbsensalat und Leute, der war richtig, richtig lecker gewürzt. Als Hauptessen haben wir beide heute Lamm bestellt. Meins war Lammfilet Kashmiri Tikka, also mit so einer scharfen Soße und dann, wo an dem Fleisch dran klebt und dann noch eine extra Safransoße. Und Domi hatte auch ein Lammgericht. Ich habe vergessen, wie es heißt, aber das war auch scharf. Und es war so eine rote, scharfe Soße mit frischem Koriander. Zusammen haben wir uns dann noch ein Knoblauch-Naan bestellt. Und Reis gibt es eigentlich zu jedem Gericht mit dazu. Das wird dann so für alle auf den Tisch gestellt. Essen war so lecker jetzt. Das war voll die gute Idee, Schatzi. Mega. Wir fahren jetzt nach Hause. Mittlerweile ist es mich echt schon dunkel und mittlerweile auch echt schon kalt geworden. Also es war vorher auch schon kalt, jetzt aber noch kälter. Und wir müssen vor allem noch duschen, wir müssen noch Haare waschen und wir wollen ja noch einen kurzen Filmabend machen. Hallo. Was sollte das jetzt wieder hin? Ich gehe jetzt duschen, Schatz. Viel Spaß. Magst du mal Filme raussuchen, verlangene Auswahl oder so? Mal gucken. Warte mal gucken, hallo? Ich tue mal ein Ranking oder sowas mir anschauen. Genau. Guck mal, was du gut findest und dann gucke ich unter denen, was ich gut finde. Okidoki. Solange Domi dann noch den Film aussucht oder eine Filmauswahl, drucke ich meine Diplomarbeit noch aus, weil das ist einfach so teuer in Copyshops und ich meine, ich habe einen Drucker zu Hause, also mache ich das selbstverständlich da. Ich muss die allerdings alle komplett durchgucken, ob das alles passt vom Ausdrucken her, weil leider macht mein Drucker manchmal so komische, wie so Wasserzeichen, also quasi, dass das, was von der Vorseite gedruckt wurde, irgendwie noch auf der Walze hängt und dann halt nochmal leicht abgedruckt wird. Deswegen muss ich die natürlich austauschen, die Seiten, die das betrifft und bevor ich das abhefte, einfach schauen, dass das eine saubere Sache ist. Wir dürfen es übrigens nicht binden, wir müssen das in so einen Klarsicht-Schnellhefter abheften und dort abgeben. Aber das passt ja, so noch unterschreiben, alles einordnen, gucken, dass es soweit ja alles schön ist, nochmal durchblättern, dass wirklich, aber wirklich alle Seiten da sind und so. Ich hatte doch irgendwie ein bisschen paranoid, was das angeht, wirklich, weil es ja wirklich was Wichtiges. Und dann ist schon abgabebereit. Fertig! Ist doch jetzt schon einiges geworden. 94 Seiten. Wir haben uns für einen bisschen ernsteren Film entschieden, und zwar The Irishman, so mit Al Pacino und eigentlich echt gute Besetzung. Natürlich kein richtiger Filmabend ohne Snacks. Ich habe hier für uns vorbereitet so eine Schoki-Creme, die ist natürlich ohne Zucker und mit bisschen Zimt obendrauf. Die habe ich dann schon gemacht, gestern Abend noch schnell in den Kühlschrank gestellt, damit die für heute dann ready ist. Domi hat sich hier dann noch Chips hergerichtet. Das sind diese Kessel-Chips, weil die mag er voll gerne. Die sind so ein bisschen kerniger, die mag er voll gerne. Und ich habe für mich diese Käsecracker. Und die haben halt 49 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm. Dann haben die tatsächlich auch noch einen gewissen Sinn, was das Eiweiß angeht. Ich freue mich jetzt auch echt voll auf diesen gemütlichen Abend. Den habe ich echt schon herbeigesehnt die Woche. Und was wir morgen machen, entscheiden wir dann ganz spontan. Kommst du zu mir, Schatz? Ich frage, das muss ich Schokolade anschauen. Ja, das war gut geworden. Bis morgen!
Sonntag wird gestartet mit einem ganz gemütlichen Frühstück. Wir haben Essiggurken, Honig, Nutella, Marmelade. Normal habe ich immer Marmelade von meiner Mom, weil die man selber macht. Aber die ist jetzt gerade leer geworden, deswegen haben wir jetzt notfallmäßig eine gekauft. Muss ich mal wieder eine abgreifen, wenn ich sie das nächste Mal sehe. Dann haben wir natürlich Schinken, Salami, Käse und wir haben ein bisschen Bacon gebacken. So richtig schön sonntagsfrühstücksmäßig. Toast. Ja, wir haben nämlich kein Brot und keine Brötchen, aber wir haben Toast. Oder so. Und der nächste Gang, Toast. Wer kennt's noch? Die Anspielung, na? Na. So ein richtig schöner Gamer-Tag, der tut auch mal richtig gut, weil das einfach so ein schönes Hobby ist, das wir zusammen gerne machen. Aber so ganz Tag vorm PC sitzen tut auch nicht gut, weil ich natürlich heute Abend dann auch wieder im Auto sitze, bis ich wieder dann in die Hochschule gefahren bin. Und deswegen tun wir ein bisschen den Hintern aufraffen und ein bisschen rausgehen, ein bisschen laufen, vielleicht auch Kaffee trinken. Und wir müssen unbedingt noch mein Mischwasser auffüllen, weil wenn das leer wird auf der Fahrt, ist ja nicht so gut. Also ich kann dir nicht helfen, aber ich tue dich mental unterstützen. Nennen wir das mal so. Ja, ich wüsste nicht mal, in welches Loch das rein muss, aber gut. Es hat sogar so ein kleines Scheibenwischer als Symbol gemacht. Ah, cool, das ist gut. Irgendwo da? Hallo? Hallo? Nee, da nicht. Ich habe keine Ahnung, wie das... Also ich weiß, dass da irgend so ein Ding... Ah, perfekt. Warte, hier ist so ein Stäbchen. Jetzt, wo ist das? Oh, das sieht aus wie sowas, ja. Mhm. Ich wäre halt echt so aufgeschmissen, wenn da irgendwas wäre mal unterwegs. Vielleicht nicht schlecht, wenn ich mal ein bisschen was drüber weiß. Trichter braucht kein Mensch. Es geht schon. Sehr schön. Das machst du ganz toll, Schatz. Konzentrierter Blick. Und wieder zu. Guck, jetzt habe ich auch was gemacht. So, toll. Runter. Es tut mir mal in der Herzen weh, Leute, aber man muss die fallen lassen. Immer so aus. Ja. Dann gehen wir Kaffee trinken, Schatz. Ich habe so Bock auf Kaffee, Leute. Krass Bock. Komm, dann geh ich mit mir Kaffee trinken. Man merkt, dass du gefahren bist, Schatz. Ich komm an die Pedale wieder nicht ran. Aber Schatz, oder? Ja. Erstmal verlöschen die Runde, was der lustig sind. Und zweitens, wer ist dran? Weiß ich nicht. Hier, du kannst mal gucken. Ich muss erstmal hier alles wieder umstellen. Meine süße Liste sieht übrigens so aus. Also, das ist die niedlichste Liste überhaupt. Ich mag die echt gerne. Und da steht A erstmal nur drin, dass wir nur noch 4 Kaffeewetten haben. Das also noch 3 nach definitiv gleich. Definitiv zu wenig. Wir brauchen mehr Kaffeewetten. Und die Liste sagt eindeutig, dass ich dran bin. Verdammt. Aber und das finde ich gut, weil in dem Kaffee ist der Kaffee immer ein bisschen teurer. So, die Ausfahrt wird ein bisschen holpriger, aber ihr nehmt euch live hier mit sozusagen. Ja, man fährt halt auch voll über irgendwelche Schneehäufchen. Weißt du schon, was du nimmst? Sorry. Ja klar, ich nehme Kaffee Frappé, so wie immer. Passend zur arschkalten Wetter. Ich glaube, wird eher was schön Warmes nehmen, also so wie gerne und meistens. Aber was genau, schaue ich noch. Und der nächste Wischwasch. Deshalb hauen wir da literweise Zeug rein, wenn du wegfährst. Ja, Leute, ich mag das nicht, wenn ich nichts sehe, wenn das so Sachen auf meiner Windschutzscheibe kleben. Das ist jetzt übrigens ein Otto, sprich Schokolade, Milch und Espresso drüber. Klingt gut. Es war voll der schöne Wochenendtag, so richtig gemütlich Kaffee trinken mit Zocken. Wir haben echt viel gezockt. Aber so langsam wird es Zeit aufzubrechen, ist schon wieder nach 7. Ne? Und bis ich dann wirklich in den Hof bin, bis ich dann wirklich ausgepackt habe, bis ich dann wirklich da bin und so weiter, ist dann auch schon wieder fast Mitternacht und bis man dann wirklich schläft. Dass man dann wirklich schläft, weil da muss man auch ein bisschen runterkommen und so, ja. Ich glaube, aber es regnet nicht, oder? Sieht sehr gut aus im Wetter. Ist nur arschkalt. Ja, das also schickt. Ja, mache ich. Nur halt, wenn man dann nachts und Regen und kalt, das ist dann echt so Worst Case, wenn man so viel Konzentration braucht, aber so geht's eigentlich. Aber muss sein, eine Woche sehen wir uns wieder. 5 Tage maximal. Ja, 5 Tage. Eine Woche Sonntag bis Freitag. Ich bin lieb schon. Wir laden jetzt das Auto und dann fahre ich. Und da geht sie.
für eine weitere Woche oder eben 5 Tage. Aber trotzdem, ist immer so unfassbar traurig. Das ist echt so traurig. Gekocht haben wir jetzt gar nicht mehr, weil wir nicht wirklich Hunger hatten. Aber ich habe jetzt einfach so ein Päckchen Maultaschen aus dem Kühlschrank noch mit auf den Beifahrersitz geschmissen. Mittlerweile habe ich mich auch schon wieder so ein bisschen dran gewöhnt an den Abschied jeweils. Und es fällt mir nicht mehr ganz so schwer wie ganz am Anfang. Aber es ist halt trotzdem immer echt hart. Also der erste Abschied ist immer besonders schwierig, finde ich, wenn man so einfach ganz lang sich nicht gesehen hat. Aber trotzdem, also leicht wird es nie. Aber es wird besser mit der Zeit, wenn man wieder ein bisschen sich gewöhnt. Aber ja, ist trotzdem immer wieder traurig. Naja, aber es ist nur eine Woche. Hey, also kriegen wir schon hin. Wir haben jetzt 19.48 Uhr, also mal sehen, wann ich dann in den Hof ankommen werde. Normalerweise brauche ich immer so zwischen 3,5 und 4 Stunden, wenn kein Stau ist. Kurz vor, ja, drei Viertel zwölf oder so, schätze ich. Lief richtig gut. Wir haben gerade mal 10:45, also ich bin echt mega schnell gewesen. Aber die Straßen waren auch echt super. Ich bin mega zufrieden. Ich konnte richtig angenehm so mit, wenn nicht gerade irgendwelche Geschwindigkeitsbegrenzungen waren, klar, mit Reisegeschwindigkeit 140 bis 160 fahren, also richtig entspannt und ja, muss ich sagen, auch mit Müdigkeit kein Problem. Wirklich eine tolle Fahrt. Aber jetzt gehe ich erstmal ins Wohnheim, pack alles aus, komm irgendwie an und dann startet die Woche. Und morgen geben wir tatsächlich dann auch die Papierversion von meiner Diplomarbeit ab. Und da wird die wichtigste Tätigkeit, was das angeht, weil solange ich die Papierversion noch nicht abgegeben habe und die Abgabefrist noch nicht abgelaufen ist, kann ich theoretisch die hochgeladene digitale Version nochmal ändern. Wenn aber die Papierversion abgegeben ist, dann ist Sabbat, dann ist Ende, dann kann man nichts mehr ändern und dann hat sich das Thema wirklich gegessen. Ich habe jetzt übrigens auch nochmal an dem großen Parkplatz hier geparkt, weil es ist zwar viel besser, was die Straßen angeht, aber ich traue noch nicht so ganz, wenn da wieder Schnee kommt, dass ich den Berg wieder nicht hochkomme wie jetzt letztens. Muss ich zwar ein bisschen weiter laufen, aber sicher ist sicher. Oh Gott, ich bin froh, dass ich alles auf einmal tragen kann und nicht nochmal laufen muss. Oh Gott, jetzt habe ich Seitenstechen, weil ich ganz verkrampft gelaufen bin. Oh. Ich packe jetzt nur noch aus und wir sehen uns morgen für den epischen Moment der Diplomarbeitsabgabe. Schlaf gut. Wir geben jetzt diese Arbeit ab und schließen das ein für alle Mal ab mit der Diplomarbeit. Und da muss ich noch einen Raum suchen, weil wir haben eine Raumänderung und ich habe absolut keinen blassen Schimmer, wo dieser Raum sein soll. Ich hoffe, diese Lady an der Info kann mir da sagen, wo der ist. Ich wollte meine Diplomarbeit als Printversion abgeben. Ja. Dann passt es so mit dem. Ja. Okay. Danke. Ja, danke. Dank. Ciao. Es ist so voll die Erleichterung gerade, weil jetzt kann ich eh nichts mehr ändern. Aber gleichzeitig natürlich auch die Gedanken, oh mein Gott, wenn ich doch was hätte ändern sollen oder vielleicht doch nicht so gut. Und ja, Leute, ich habe halt auch echt gar keine Ahnung. Ich habe sowas ja noch nie geschrieben. Ich habe absolut keinen blassen Schimmer von sowas, was da erwartet wird. Und jetzt muss ich halt echt einfach irgendwie nur noch hoffen, dass es so ist, wie die das gerne haben möchten. Auf jeden Fall bin ich froh, dass sich dieses Thema jetzt erledigt hat, weil jetzt muss ich zwangsweise dann
Haken gedanklich dran machen, weil jetzt kann ich eh nichts mehr ändern. Auf jeden Fall echt ein wichtiger Moment und ein wichtiger Tag hier und da freue ich mich gerade irgendwie. Also macht mich gerade irgendwie echt happy. Und mit der positiven Einstellung verabschiede ich euch jetzt auch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Schaut da gerne rein, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Und ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Tschüss!